zu meinen Eltern hin. Und es ist jetzt so gegen 2 Uhr. Und jetzt habe ich, bis ich umsteigen muss, noch circa 2 Stunden. Und komme so gegen 19 Uhr dann bei meinen Eltern an. Das ist ein bisschen eben. Ja, gegen 19 Uhr komme ich an. Genau. Und jetzt sieht man gerade nicht so viel. Aber bisher. Es ist eigentlich gut gelaufen, jetzt hat er eine neue Verspätung und ich hoffe einfach, dass ich dadurch nicht meinen Anschlusszug verpasse, sonst wird es halt eine Stunde später. Das finde ich nicht so prickelnd, ich bin nämlich seit 6 Uhr etwa unterwegs im Dorf und ich habe hier einen Abteil für mich ganz allein. Tja, sonst könnte ich nicht so filmen, das wäre sonst nicht so praktisch. Unterschied hat eben nicht mehr viel ausgemacht, was die Euro anbelangt. Es waren, glaube ich, 20, 30 Euro Unterschied gewesen. Und da hat eben mein Schatz gesagt, ja komm, spielt auch keine Rolle mehr. Auf 20, 30 Euro mehr oder weniger kommt es eben nicht drauf an. Deswegen durfte ich erste Klasse fahren. Ich melde mich dann eventuell, wenn ich wieder zu Hause bin, das weiß ich noch nicht genau. Also zu Hause bei meinen Eltern bin und sehen uns. Vergessen, was ich sagen wollte, genau. Genau, sehen uns eben dann wieder hoffentlich. So, wie ihr sehen könnt, bin ich bei meinen Eltern. Die Nägel sehen schrecklich aus, aber sie haben leider keinen Nagellackentferner. Den werde ich mir kaufen müssen oder dann eben am Sonntag, wenn ich zurück bin, neu machen. Mal schauen dann. Wir haben heute den dritten. Nein, den zweiten. Den 2. Mai. Vorgestern habe ich eben nicht mehr gefilmt. Da habt ihr ja gesehen, dass ich da eben im Zug gewesen bin und hierher gefahren bin. Ich habe alles pünktlich geschafft, zum Glück. Und ja, viel passiert jedenfalls hier nicht. Bin momentan gerade allein in der Stube. Also fast allein. Da sind noch 2 Lymphensittiche, die meine Mutter eben hat. Und ja, es ist einfach langweilig. Am Freitag werde ich mich mit einer Freundin treffen und hoffe, dass es dann auch gut ist und alles. Also es wird sicherlich gut sein. Und dann DM mir ein bisschen Zeug holen. Bei uns in der Schweiz haben wir ja nicht die Möglichkeit, dass ich bei DM oder so einkaufen gehen kann. Meine Mutter ist auch total schlecht, wie man sehen kann. Naja, kann man gerade nichts machen. Jedenfalls werde ich Freitag mich mit einer Freundin treffen, mit ihr dann was essen gehen. Und ein bisschen quatschen über alte Zeiten wahrscheinlich. Und heute waren wir nur schnell bei Norma. Genau, wir waren schnell bei Norma einkaufen. Und was wir morgen machen, keine Ahnung. Freitag
müssen wir, oder müssen meine Eltern auch wieder einkaufen, wegen dem Geburtstag, also wegen der Geburtstagsfeier Samstag. Mein Vater hatte gestern Geburtstag gehabt und den wollen sie dann noch feiern, deswegen bleibe ich eben doch bis Sonntag hier, also Sonntag fahre ich dann wieder und ich freue mich jedenfalls wieder, wenn ich nach Hause fahren kann. Also hier ist schon schön und alles, aber ja, naja. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber gestern waren wir essen gewesen und ich hatte Spargel gehabt mit Schnitzel und Kartoffeln. Da kann ich euch dann vielleicht ganz zum Schluss ein Bild einblenden oder so. Weiß ich noch nicht genau. Und jetzt ist bei meinen Eltern Mittagsruhe angesagt. Ja, jetzt haben wir 12:30 wohl bis gegen 3, 3:30 etwa. Ja, so sieht's aus und ich werde wahrscheinlich aber jetzt so joggen gehen, weil hier esse ich einfach viel mehr als eben zu Hause. Und da ich ja nicht ganz so extrem zunehmen möchte, werde ich da noch dann joggen gehen. Genau. So sieht's aus. Vielleicht kann ich euch auch ein, zwei Bilder einblenden, aber also von der Gegend hier, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, da ich ja nicht, dass man das dann irgendwie erkennen kann oder jemand das kennt. Das kann ja alles möglich sein. Da ich das eben nicht weiß, werde ich da eher vorsichtiger sein. Auch wenn das hier ein kleines, kleines Kaff, also wirklich Kaff ist. Ich glaube nicht, dass das jemand hier kennt. Aber die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit besteht ja immer. Und ich bin da dann doch lieber zu vorsichtig. Genau. Ich werde jetzt dann, werde ich jetzt machen, gute Frage. Was werde ich jetzt machen? Kein Plan. Wahrscheinlich aber werde ich eben in der Zeit, wo mein Vater seine Mittagsruhe hat, noch etwas lernen und vielleicht ein bisschen was am Laptop schauen von ihnen. Und genau gegen 2 werde ich dann joggen gehen. Also ich hoffe es zumindest. Und ich werde jetzt diesen Vlog jedenfalls beenden, dass ich den dann am Abend bearbeiten kann und ah nein, ich weiß gar nicht, ob ich den bearbeiten kann. Super. Ja, Movie Maker werden sie sicherlich haben. Mal schauen dann. Ich werde es dann sehen und werde den dann hochladen, hoffentlich. Heute Abend, dass ihr eben auch Bescheid wisst. Nicht, dass ihr euch wundert, warum die Woche eben gar keine Videos kommen. Und das fände ich auch irgendwie schade. Hab ja auch gesagt, dass ich am Freitag fahre ich ja einkaufen, also mich mit der Freundin treffen. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, werde ich wohl einen kleinen DM-Haul drehen können. Und das freut mich natürlich sehr. Genau, ich werde jetzt erstmal lernen. Hier habe ich ja genügend Ruhe dann. Und wir sehen uns dann entweder, wenn ich wieder zu Hause bin, wieder oder jo, oder ich schaue, ob ich die Woche noch ein bisschen was filmen kann. Das weiß ich jetzt natürlich nicht genau, wie es ist. Aber gut, ich werde mich auf jeden Fall melden. Ihr werdet sehen, wenn die Woche sonst nichts mehr kommt, wisst ihr Bescheid, dass ich nicht mehr zum Filmen gekommen bin. Also bis später. Bis später, Quatsch. Bis die Tage dann. Und genießt die Zeit. Tschüss.